Willkommen zu den Biergold Fake News. Unsere Themen heute: fataler Fehlkauf. Mann kauft versehentlich alkoholfreies Bier. Bierheirat. Mann heiratet Pilz aus Dating-Show Herzbier. Ausnahmezustand. Bügelverschluss ploppt nicht mehr. Und hier ist Ihr Gastgeber, Markus. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu den Biergold News. Schön, dass Sie dabei sind. Fataler Fehlkauf. Mann kauft versehentlich alkoholfreies Bier. Vergangene Nacht hat ein 43-jähriger Mann in Oldenburg einen kapitalen Fehlkauf getätigt und in seiner Not die Polizei gerufen. Als die Beamten bei ihm eintrafen, waren sie bereits auf das Schlimmste vorbereitet. Der Mann sagte, dass er alkoholfreies Bier in seinem Supermarkt gekauft habe und sich nicht erklären könne, wie er die blaue Verpackung beim Kauf nicht bemerkt habe. Er habe in seinem Supermarkt wie immer zu seinem Sixer Bier gegriffen, da wo es immer stand, aber anscheinend hatte der Marktleiter entschieden, das Sortiment umzustellen und Regale neu einzuräumen. Der Abend schien fast gelaufen, da die Champions League in einer knappen Stunde anfangen würde. Um weiteres Unheil abzuwenden und die Situation zu entschärfen, taten die Beamten Folgendes. Sie fuhren mit Blaulicht in den nächsten Getränkemarkt und besorgten dem Mann einen Kasten Bier. Gegenwärtig wird laut Bundesregierung an einem Gesetzesentwurf gearbeitet, um solche Fälle in Zukunft zu vermeiden. Bierheirat in Deutschland. Mann heiratet Pilz aus Dating-Show Herzbier. Vor wenigen Tagen hat ein 29-jähriger Mann aus Schwerin sein Bier zur Frau genommen. Nach eigenen Worten des Bräutigams sei er noch nie so feuchtfröhlich gewesen und fühle sich nun wie der glücklichste Mensch auf Erden. Auf die Frage, ob er sich auf die Hochzeitsnacht freue, antwortete er: Ich habe mich die letzten Monate in Enthaltsamkeit geübt und sie nicht angerührt. Wir wollten, dass die Öffnung etwas Besonderes sein würde. Es ist ja leider so, dass Bier nach dem ersten Öffnen schal wird und diesen Moment der Frische wollten wir für uns beide aufbewahren. Ich denke, die Nacht wird kurz, aber intensiv. Ich bin schlicht und ergreifend verliebt und freue mich auf die Zukunft. Bügel ploppt nicht mehr. Bügelverschluss hat den Klang verloren. Gegenwärtig hält sich das Gerücht, dass der Bügelverschluss nicht mehr ploppt und stattdessen ein seichtes Pfft zu hören sei. Viele Menschen sind in Panik und stehen ratlos vor den Regalen und wissen nicht, was sie tun sollen. Um das herauszufinden, spreche ich nur mit Außenreporter Daniel, der sich im Epizentrum der Krise in Flensburg befindet. Daniel, wie ist die Lage vor Ort? Hallo Markus, die Lage hier ist dramatisch. Die Straßen sind leer, die Menschen trauen sich nicht mehr aus den Häusern. Alle befürchten, dass das Gerücht um den kaputten Bügelverschluss wahr ist. Manche behaupten sogar, dass sie ab jetzt noch Plastikbier trinken würden, aber so weit will es keiner kommen lassen. Das klingt in der Tat wie ein Albtraum, aber hat es denn jemand überprüft? Stimmen diese Gerüchte oder ist das nur Panikmache? Ich habe mit den Einheimischen vor Ort gesprochen und wie es aussieht, haben sie aus Angst vor der Wahrheit schon länger keinen Bügelverschluss mehr geöffnet. Deshalb habe ich eines dieser begehrten Biere besorgt und werde es jetzt öffnen. Wenn es ploppt, sind die Menschen wieder frei. Es hat funktioniert, das war alles nur eine Lüge. Da hat es sich doch nur um Fake News gehandelt. Vielen Dank, Daniel, und weiterhin alles Gute für Sie. Und das war's von mir. Ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder bei uns einschalten. Und bis dahin, bleiben Sie goldig. Das war's mit diesem Video. Hier ist noch mehr goldener Content irgendwo um mich herum. Klick einfach drauf, mach dir eine Dose auf. Viel Spaß beim Zuschauen. Wir sind goldig, du bist goldig, wir sind Biergold. Sei kein Allmann, klick auf die Glocke. Immer noch nicht genug vom Bier? Mach dir eins auf und schau die anderen Folgen.